Liebe Volksgenossinnen und Volksgenossen, ich bin tief bewegt. So viele wollen ein Foto mit mir haben. Ein Mitbringsel aus New York. Ich werde mein Bestes geben, wenn ich erstmal hier raus bin. Eine Frage von Leonard Proeger. Machen Sie mal wieder Frag den Führer, mein Führer. Ich bin es sehr, der die Befehle erteilt. Ich könnte ja mal wieder eine Folge Frag den Führer aufnehmen. Was für eine kongeniale Idee. Kamerad Pyrofor fragt, ich dachte, Sie hätten sich am 30. April 1945 umgebracht. Wie kommt es, dass Sie noch leben? Mein Freund Gunther von Hagens hat mich lebendig plastiniert. Wir planen auch eine eigene Ausstellung. Führerwelten. Eine Frage von Zako Chi. Herr Führer, was ist eigentlich Ihr Geheimrezept, wie Sie so ruhig bleiben können? Ist eigentlich gar nicht so geheim. Steht in der Apothekenrundschau. Gibt's jeden Monat neu. Kamerad Buster Sturm hat eine lange Anfrage. Mein Führer, ich arbeite bei Liebherr als Ingenieur. Sehr gut. Die Firma hat demnächst einen Auftrag in Deutschland fabrizierte Brückenportalkrane im New Yorker Hafen zu installieren und den Amis damit ordentlich Geld aus den Taschen zu ziehen. Wenn Sie interessiert sind, könnte ich Sie als Gruppenführer anmelden und Ihnen so die Überfahrt oder den Überflug in das Feindesland ermöglichen, dass Sie dort Ihren Plänen des Untergrabens der Moral vor Ort nachkommen können. Ein verlockendes Angebot. Als Gruppenführer bin ich aber leider überqualifiziert. Bauen Sie eigentlich auch Zeppeline? Eine Frage von The Undead. Mein Führer, sind Sie Jotjob-Partner oder doch der Führer von Jotjob? Junger Kamerad, das sind doch Internas. Dazu nur ein Wort. Betriebsgeheimnis. Fusselpro fragt, mein Führer, ist Ihre Mutter stolz auf Sie? Selbstverständlich, keine Waffe dieser Welt vermag das Band der Mutterliebe zu trennen. Ja, und Blumenstrauß zum Muttertag hat sie auch von mir bekommen. Kamerad Elron McBong fragt, mein Führer, teilen Sie uns Ihre Befehle für den kommenden Papierkrieg mit. Die 4. Bleistiftgarnison und die 8. Füllerkompanie stehen bereit und sind voller Eifer. Auch die Papppanzer sind betankt und einsatzbereit. Bleistifte spritzen, Füller in den Anschlag und dann wird alles zusammengefaltet. Ecke zockt, fragt, was ich für einen Selfie mit dem Führer locker machen würde. Meine Hose? Wie darf ich das denn verstehen? Zügeln Sie sich mit Ihren erotischen Anspielungen. Obwohl, ich kann es ein bisschen verstehen. Eva, ich brauche ein Ei. Ein Ei, dazu ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd. La 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 la.